Und damit begrüße ich euch hier wieder ganz herzlich zurück zu Harvest Moon and the Winds of Anthos. Ich wollte gerade sagen, was passiert jetzt für ein Event, aber nee, kein Event, alles gut. So, ja. Wir haben Trüffel verkauft, haben Trüffel gesammelt in der letzten Folge, wir haben in der letzten Folge Erze gesammelt oder haben versucht, die speziellen Erze zu finden. Wir haben erfahren, was es jetzt mit der blauen Feder auf sich hat. Ja, wir haben 77.000 Gold. Jetzt heißt es halt irgendwie Geld machen. Kaltsilber, Mais. Und Mais. Jedenfalls wieder Sachen, um Essen herzustellen. Ja. Die blaue Feder bei einer klaren Nacht. Wie ich ja bereits in der letzten Folge gesagt habe, ich werde jetzt nicht darauf pochen, jetzt hier noch zu heiraten oder sonst irgendetwas. Ja, aber man sieht jetzt hier schon halbwegs, in welche Richtung das ganze Spiel sich jetzt weiterentwickelt. Das ist ja auch gut. Das haben ja auch einige Story auf Seasons-Teile und Harvest Moon-Teile und Stardew Valley und so weiter alles miteinander gemeinsam. Insofern sehe ich da jetzt erstmal keine Probleme. Aber natürlich kann ich auch verstehen, dass sie sagt, dass ich das weitermachen soll. Aber wie ich sagte, diese Woche gerüchteweise soll eine Direct kommen. Vielleicht war sie schon, vielleicht kommt sie noch. Ich weiß es nicht. Und deswegen, ja. Erstmal entscheidungstechnisch halt genau der Fall. Und sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr euch trotzdem dann auf ein neues Projekt freuen. Oder halt, wie ich auch schon sagte, in Coral Island reinschauen. So. Alle Hühner einmal glücklich machen. Da. Dreambird. Die letzte Folge war jetzt schon wirklich eine gute Folge für euch, also eine extrem lange Folge, selbst wenn nicht wirklich viel passiert ist, inhaltstechnisch. Ja, wir haben halt ein bisschen hier was gemacht, ein bisschen da was gemacht und lalalala. Ach, jetzt habe ich vergessen, das Essen herzustellen. Seht ihr mal. Vor lauter Laberei vergesse ich immer was. Ja, die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt noch an viel Geld innerhalb kürzester Zeit? Läuft mal Futter herstellen. Also da muss ich sagen, ja, der Futtermais, der bringt viel, aber das Gras wächst halt komischerweise besser. Das kann man einfach mal so kaufen und die Verarbeitung geht auch da bei weitem schneller. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich jetzt sinnvoll ist, da die ganze Zeit Futtermais zu sammeln. Halt, da wollte ich ran. So, Essen wird hergestellt. Gut, ich könnte Erze verkaufen, das ist richtig, das wäre noch eine Idee. So, da sind Trüffel wieder da. Aber es sind noch nicht alle Trüffel wieder da, deswegen gehen wir einfach mal hier zur Vulkanmine. Machen eigentlich sozusagen fast das gleiche, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Gehen hier rein, gehen in Etage 21, denn wir brauchen ja noch das Erz, was so kupfermäßig ist, ne? Die Frage ist halt, ab welcher Etage findet man das? Ich glaube, das machen sie absichtlich ab einer etwas tieferen Etage. Um halt gegebenenfalls die Leute. Echt? Ich habe da noch richtig geraten? Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine falsche Spur zu leiten. Eine Geburt. Oh, Damaszenerstall. Das ist schon mal gut. Davon brauchen wir auch was.
Wenn das jetzt hier schon auf der Etage anfängt, wäre ich natürlich begeistert. Das war mir das Titanerz wert. Also so gesehen haben wir jetzt schon mal herausgefunden, hier auf der Stufe 21 in der Vulkanmine gibt es Titanerz. Und zwar lila. So lang. Der. Das ist der Ausgang. Titanerz. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Außer schön, dass es hier Titanerz gibt und es steht nicht im Kompendium drin, das man hat. Wow. Problem bewegt dich kein Stück. Adamantit. Hier kann ich mich fast echt zu 100% überall schlagen. Irgendwas erwische ich immer. Sag ich doch. Schlag hier einfach irgendwo hin und du wirst schon das Richtige finden. Zum Beispiel auch den Ausgang. Nö, das lohnt nicht, das lohnt nicht. Hier irgendwas um die Ecke. Golderz. Und das war's. Hier ist ein Gang. Nö, das lohnt nicht. Nö, das lohnt nicht, dann können wir auch runter. Aber seht ihr mal, ab der Stufe 20 bekommt ihr hier Titanerz. Müsst ihr gar nicht so tief in die andere Mine rein. Dann noch 10er Stahl. Platin. Aber das ist natürlich hier wieder Bronze, ne? Versteht sich von selbst. Ja, aber das finde ich gut. Platin, damals 10er. Und Titan. Noch mehr Titan. Ja. Why not? Hier ist zwar noch ein Gang nach da. Aber der hat sich jetzt nicht gelohnt, der Weg. Warum war denn das jetzt ein Doppelschlag? Will das Spiel mir damit sagen, ey, Truppe, pass auf, es kann hier noch gefährlich werden? Nehme ich jetzt in Kauf. Weil das wäre ja richtig fies, wenn man dann nicht mal mehr sieht, ey, pass mal auf, da könnte was sein. Adamantit, schade. Eisenerz brauche ich jetzt nicht. Ui. Okay, da ist der Gang runter. Ja gut, dann nehmen wir den Gang runter. Dings, ich weiß halt... Ja, damals 10er Stahlerz. Das ist doch geil. Okay, das Silberne ist das jetzt auch schon mal. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Weil davon brauchen wir ja auch einiges.
gerne mal ausweichen. Platin. Warum habe ich den Ausgang noch nicht? Okay. Nein. Ah, das ist so ein bisschen... Bronze. Ich wollte gerade sagen, das sieht so ein bisschen mehr nach Bronze aus. Aber das hat ja nichts zu bedeuten. Der hat doch auch schon wieder geleuchtet, oder? Egal. Eisenerz lohnt sich nicht wirklich, aber egal, wir nehmen es mit. Lohnt sich nicht. Gut, das heißt jetzt hier nur gucken. Platin. Da ist ein Loch. Wenn ich den Weg zum Runtergehen. Der ist wahrscheinlich hier. Ja, habe ich doch richtig geraten. Und nochmal Titanerz. Also, Titanerz geht in den Vulkan. Aber leider haben wir jetzt noch nicht das spezielle Erz gefunden, ne? Da vorne könnte was Wichtiges sein. Ich werde wieder getroffen. Egal. Platin! Titan meine ich. Nee, Adamantit. Okay, nehmen wir auch. Aber auch hier wieder kein Weg runter. Mann. Ja, da muss man jetzt hier halt abwägen. Möchte man da lang oder dann halt wirklich diesen Weg nehmen. Und dann nehme ich dann den Weg, statt mich da durch die ganzen Dinger da durchzukloppen. Kann ich jedenfalls noch was essen. So einfach geht das, seht ihr? Ah, jetzt gehe ich runter. Ich wollte ja... na egal. Das nehme ich gerne. Was? Ich stand doch... weil er das anvisiert hat. Warum? Egal. Ich hinterfrag's nicht. Eisenerz. Lass mich doch mit dem Eisenerz in Ruhe. Titan. Gut, dann gehen wir jetzt hier lang. Hä? Bin ich jetzt wieder blind? Achso, hier ist noch ein Gang. Pfui. Da ist der Gang runter, danke. 37. Muss jetzt erstmal schnell runter. Oh, den nehmen wir. Das ist schön, dass Adamantit und Titan gleich aussehen, ne? Ja, also das ist auch etwas, das müssen sie definitiv für den nächsten Teil anpassen. Eine definitive Anpassung, die sie machen müssen, weil das, was die Erze angeht.
so viele andere Produkte, die das so gut machen, andere Spieler. Oder die, sag ich jetzt mal, besser umsetzen. Eisenerz, ja. Schmutz. Das war so klar. Bronzeerz. Ich will das Kupferglanzerz. Oder wie das heißt. Ja. Runter. 11:38. Gleich haben wir es 12 Uhr. Ich bin ja mal neugierig, was passiert. Beziehungsweise... Ah, vielleicht habe ich auch Glück. Ding, 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 ding. 41. Gut, ich sollte jetzt aber doch hoch auf meine Ausdauer und Essen und so weiter. Es wird langsam knapp. Es wird knapp. Man schafft das gar nicht, ohne mindestens einmal Minus zu bekommen, ne? Hatte ich gar nichts Neues gepflanzt. Mann. So, was haben wir denn? Guck mal, wie viel wir hiervon bekommen haben. Meine Güte. Damascena. Leider auch Golderz, leider auch Steine, aber... Nein. Aber es kann sich sehen lassen, also 14 Titanerz, Platinerz, Damascener 29, aber Kupferglanzerz, das ist wirklich das, was jetzt noch stark fehlt. Dann legen wir uns mal schlafen. Es sind nur noch 3 Tage bis zum Kirschblütenfestival. Mit wem gehst du zum Kirschfestival? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Hehe. Ja. Andrea ist am Essen. Ja. Mais weglegen. Ah, halt, ich wollte ja gucken, was sie noch für Platz machen kann. Na, oh, mehr nicht. Okay. Aber immer noch nicht. Immer noch nicht. Das ist spezielle Erz. Gucken wir erstmal nach der Post. Hast du jetzt Zeit? Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Düng, düng, düng. Ernten, danke. Schön. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Mann. Der Rest braucht aber noch, ne? Ja. Einen Schritt zurück, genauso. Obwohl, den hätte ich eigentlich machen können. Idiot. Ach, egal. Manchmal bin ich halt blond, ne? So, dann gucken wir jetzt einfach mal, was wir alles verkaufen können. Weil, was koche ich groß? Ich koche Eier. Eier, 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 Eier. Ja, freundschaftstechnisch, was will ich da groß noch aufbauen? Insofern, let's do this. Wir holen uns jetzt hier mal die Pilze raus. Alles, wovon wir viel haben. Und so gut wie wenig brauchen. Das ist doch auch schon mal viel wert. Und hier die Streifen-Auberginen auch. Ich glaube, der Rotblattsalat, da haben wir jetzt auch... noch viel. Ja, Rüben bringen jetzt nicht so wirklich viel.
Da, Mais. Wenn ich jetzt die ganzen Fische hier noch verkaufe. So. Oh. Das ist jetzt erstmal schon eine gute Menge, was ich jetzt verkaufen kann. Hätte ich vielleicht vorher überlegen sollen. Ja, falscher. Na? Oh. Ja. Na, das sieht doch schon mal nach 28.000. Das ist doch schon mal keine schlechte Summe, oder? Die Trüffelsuppe. Hm, okay. Die wäre jetzt natürlich auch noch was Nettes und wäre auch viel wert. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr als nur das. So. Brauche ich auch nicht. So, alles weg. Rohkristall lasse ich erstmal noch. Haben wir hier? Glas. Ja, ja, lasse ich auch. Titan brauche ich zurzeit nicht. Golderz brauche ich zurzeit auch nicht. Oh, du verkaufst gerade die ganzen guten Sachen. Ja, ich weiß. Alles für den Content. Damit kann ich doch was anfangen. Wenn ich mein Haus vergrößere, dann kann ich die blaue Feder holen. Dann kann ich so vieles machen. Nein. Ich bin doof. Ja, genau. Drückt mich einfach weg. Ah. Danke. Ja, aber schlussendlich, wir werden jetzt hier nichts weiteres mehr machen, als streicheln und was weiß ich nicht. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir gucken dann einfach mal, was uns jetzt die Woche erwartet. Das ist halt das, was jetzt wichtig ist und was uns in Zukunft erwartet. Ich freue mich gegebenenfalls jetzt schon auf das neue Projekt. 100, also, auf das neue Projekt freue ich mich so oder so. Kommt drauf an, wird es ein Jump'n'Run, wird es vielleicht doch ein Farming-Game oder Metroidvania? Ich weiß es nicht, ich kann es jetzt halt noch nicht sagen, aber irgendwas wird es sein, aber keine Sorge, ihr werdet hier definitiv wieder auch irgendwann eine Harvest Moon oder eine Story of Seasons sehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Also in einer christlichen Kirche. Ich weiß jetzt nicht, wie es woanders ist, bevor das jetzt, ne, wieder falsch verstanden wird. Weil ich mal davon ausgehe, dass es eigentlich fast jede Kultur irgendwo in einer gewissen Art und Weise hat. Aber dafür käme ich mich nicht aus, ne? Ja, dann würde ich sagen, danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.